meine Lieben, herzlich willkommen zur Folge 47 von Skyrim 2, eine lange Reise. Hier ist der Mario, euer alter Sack von Holz und TV. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß und gute Unterhaltung. Wir sind also unterwegs nach... Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Ja, wir wollen also nach Riften, um rauszukriegen, wo Esbern ist. Soll ich euch mitnehmen? Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Wohin soll's gehen? Nach Riften, mein Guter. Nach Riften, da waren wir noch nicht. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Jo. Seid ihr jetzt bereit zu gehen? Das erste Mal dann immer mal mit der Kutsche anfahren. Ansonsten vor mit Schleichen und Fernreisen. Wolf ist hungrig. Gleich. Pferd. Schönes Pferd. Ihr seid wohl zu faul zum Gehen. Tja, dann seid ihr am richtigen Ort. Ja, ne? Zu faul zum Gehen. Aber schönes Pferd. Dieses dort. So, in Beschlag genommen. Das ist jetzt mein Pferd. Stehen bleiben. Ehe ich euch nach Refton lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Bescheuert oder was? Was soll das? So, klick. Für das Privileg, die Stadt zu betreten. Oh. Warum fragt ihr? Weil ich sowas noch nicht kenne. Also gut. Nicht so laut. Wollt ihr, dass uns alle hören? Ich lasse euch ja schon rein. Moment, ich öffne eben das Tor. Alles korrupt. Nur korrupt. Willkommen in Riften, Heimat der Diebesgilde. Was? So ihr könnt sein, sobald ihr soweit seid. In Wahrheit sind sie bloß Gauner und Abschaum, der sich im Land bewegen. Was? Wer hat das gesagt? Wer hat's gesagt? Ihr stammt auch nicht von hier, was? Es ist lächerlich, sie eine Gilde zu nennen. Wie können Leute, die einander wegen einer Goldmünze verraten würden, zur gleichen Gruppe gehören? Das sind die Schlimmsten. Skyrim macht's möglich. Selbst die dunkle Bruderschaft hält sich an strenge Regeln, an Traditionen. Diese Diebe sind einfach nur Gesindel. Was meint ihr? Ich muss es ein bisschen natürlich anders sagen, als ich... Das ist bedauerlich. Es gibt viel zu viele Leute in Riften, die eure Ansicht teilen. Seht doch nur, wohin das führt. Eren und ich allein können dieser Stadt nicht helfen. Sie muss sich zuerst einmal selbst helfen wollen. Das stimmt. Passt auf euch auf. Ja, ich versuch's. Ich kenne euch nicht. Sucht ihr hier in Riften nach Ärger? So richtig nicht, ne? Eigentlich nicht. Ja. Dann hört mal zu. Es gibt hier nichts zu sehen. Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Fremder, der seine Nase in Dinge steckt, die ihn nichts angehen. Hat die denn da barfuß rum? Oh, frisch aus der Gefängniszelle gekommen, oder was? Die Schwarzdorn-Familie hat in Riften das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für Sie. Ich bin für Informationen bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. Geiler Name, ey. So einen bekommt man nur, indem man ihn stiehlt. Ihr werdet wohl besser hier reinpassen, als ich gedacht habe. Na? Also, was wollt ihr wissen? Esbern. Edelstein wissen wir jetzt, dass wir da erst und so. Esbern. Macht ihr Witze? Mein Bruder Heuler arbeitet in ihrem Versteck. Ich war selbst mal dabei, hab dann aber bei Maven angefangen, nachdem es mit der Gilde bergab ging. Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht mit Brynjolf auf dem Marktplatz. Wir haben noch Platz im Sandkasten. Jemanden wie euch könnte er sicherlich gebrauchen. Machen wollt. Wir sehen uns. Okay. Katschit, Frau. Ich
bin direkt hinter euch. Verschwindet, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Hey, bist du nett? Allmählich habe ich eure ständigen Ausflüchte satt. Als ihr euch das Geld geliehen habt, wolltet ihr es rechtzeitig und mit dem Doppelten der üblichen Gebühr zurückzahlen. Doppelten der üblichen das Gebühr? Woher hätte ich wissen sollen, dass die Lieferung gestohlen werden würde? Doch, Zinsen. Ihr saunt eure Pläne nächstens nicht so heraus. Ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet. Hey, hallo? Ihr wollt kostenlose Informationen? Wenn ihr mir helft, werde ich sehen, wie ich euch helfen kann. Okay. Außerdem quellen eure Taschen auch nicht gerade vor Geld über, oder? Noch nicht. Sich eine einmalige Gelegenheit entgehen zu lassen, ist aber noch schlechter. Gelegenheit. Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Schön, dass der Bettler da immer schön zuhört. Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Ah. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Brandschei. Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen. Sagt mir, wenn ihr bereit seid und wir legen los. Gut. Wartet, bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Nicht unnötig rumzögern hier, ne? Alle her! Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an! Kein Schubsen, kein Drängeln. Es ist Platz genug. Wache. Kein Schubsen, kein Drängeln. Es ist Platz genug. Kommt alle her! Der Platz hier ist immer wichtig für alle, ja. Was gibt es denn diesmal? Geduld, Brandschei. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte, dass ihr dabei seid. Das habt ihr auch über die... Hä? Ist das schon wieder die... Essenz. Hat die mich erwischt oder was? Die Schiveri-Tante oder was? Kopfgeld. Und wer muss mich doch gesehen haben, oder? Im Namen des Jahres. Das Problem ist, dass ihr die Gesetze dieses Landes nicht respektiert. Jetzt ereilt euch die Strafe des Jahres. Noch 5 Geld. 5 Gold. Schlaues Mädel. Das. Jetzt kommt mit zum Schloss. Das hielt ja noch. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Da kennen wir schon. Weil ihr die Strafe bezahlt habt. Da kennen wir schon ganz andere Summen. Ja, geht ja gleich los, Fixen. Geht ja gleich los. Lass mich mal ein bisschen was trinken. Die hat uns verraten, glaube ich. Die ist mir nicht geheuer. Hier wird nicht rumgetrödelt. Nein, natürlich nicht. Schmuckstücke, wie nur die legendären argonischen Handwerker sie herstellen können. Oh, Brini. Ich habe wohl zu viel von euch erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass sie euch erwischen lasst. Ich hätte auch nicht Wenn gedacht. Wenn man bedenkt, wie es hier läuft, bin ich nicht überrascht. Ach so. Erst das nicht erwartet, aber überrascht bist du nicht. Meine Organisation hat doch erwartet. Ein bisschen Pech. Aber so läuft es wohl einfach. Aber egal. Obwohl ihr den Auftrag vermasselt habt, besitzt ihr doch das Feuer, nach dem ich suche. Jo. Es wartet reichlich Gold auf euch. Will ich. Wenn ihr für die Herausforderung bereit seid. In Ordnung. Ja. Dann sehen wir mal, ob das stimmt. Die von mir vertretene Gruppe hat ihren Sitz im Rattenweg unterhalb von Rifton, in einer Taverne namens Zersplitterte Flasche. Wenn ihr es heil dorthin schafft, werden wir sehen, ob ihr es wirklich drauf habt. Okay. Wollt ihr am Leben bleiben? Warum ein Risiko eingehen? Vermisste. Der Vermisste ist ja ein ganz anderer, ist ja nicht Esbern. Da kommt die schon wieder, die schlenkert immer um mich drum herum, wa? Die Shivari, Shaviri, Schattenfrau da. Bitte,
Günther hat mal gesagt, hier in den Fässern, ein bisschen in den Fässern rumwühlen. Kann man da. Allerdings weiß ich nicht, ob das erst geht. Finden wir eben sowas. Aber Schätze, ein bisschen kleine Schätze oder sowas findet man wohl erst, wenn man Mitglied der Diebesgilde ist. Weil irgendein Fass von denen ist das Versteck von der Diebesgilde. Wie nur die legendären argonischen Handwerker sie herstellen. Das sind wir doch. Das habe ich gesucht. Die Tür habe ich gesucht, meine ich. Die Fässer nicht unbedingt. Holstone TV Skyrim, das etwas andere Let's Play.